Das Wort für eine Begrüßung erhält jetzt der Landessprecher von Nordrhein-Westfalen, Genosse Wolfgang Zimmermann. Wolfgang, bist du da? Ja, guten Morgen, liebe Genossinnen und Genossen. Ich darf euch recht herzlich begrüßen im Namen des Landesverbandes zu unserem Europaparteitag und freue mich, dass der Beschluss gefasst worden ist, die Entscheidung getroffen worden ist, in Nordrhein-Westfalen zu tagen, in Essen, im Ruhrgebiet, in der Kulturhauptstadt. Liebe Genossinnen und Genossen, liebe Gäste, fast täglich hören wir Hiobsbotschaften über die schwierige Lage von Unternehmen wie zum Beispiel Opel oder gar von Zusammenbrüchen von Unternehmen in dieser schwierigen Situation der weltweiten Wirtschaftskrise, die wir hier zu verzeichnen haben. Und unter diesem Zeichen steht auch dieser Parteitag. Man kann es einfach nicht wegdiskutieren, man kann es nicht beiseite lassen. Das betrifft Deutschland, das betrifft Europa, das betrifft die gesamte Welt. Die Folge dieser Krise, der Zusammenbrüche von Unternehmen oder auch die schwierige Situation führt zu Massenentlassungen. Die Arbeitslosenzahlen steigen aufgrund dessen kontinuierlich und auch die abhängig Beschäftigten, die in Kurzarbeit geschickt werden, nehmen rapide zu. Und davon ist Nordrhein-Westfalen mit am meisten auch betroffen als einer der Industriestandorte. Liebe Genossinnen und Genossen, dieses Wirtschaftssystem ist an seine Grenzen gestoßen und die Menschen brauchen ganz dringend eine Alternative zu diesem unsozialen und unmenschlichen System. Man muss klar sagen, immer mehr Menschen treten in unserer Partei ein und die Wahlprognosen variieren zwar von Institut zu Institut, bewegen sich aber zumindest auf der Bundesebene kontinuierlich im zweistelligen Bereich. Und das macht Mut, liebe Genossinnen und Genossen. Und wir in Nordrhein-Westfalen, unser nordrhein-westfälischer Landesverband, hat mittlerweile knapp 8.200 Mitglieder. Und jede Woche, liebe Genossinnen und Genossen, liebe Gäste, treten circa 50 bis 60 neue Mitglieder in unseren Landesverband ein. Und das seit Monaten. Und seit 1,5 Jahren, da waren wir in Nordrhein-Westfalen noch nicht einmal gegründet, prognostiziert man uns bei der Sonntagsfrage zu den Landtagswahlen, die ja erst im Jahre 2010 stattfinden, zwischen 6 und 10%, je nach Institut und je nach Sonntag. Das ist schon eine kontinuierliche Entwicklung, liebe Genossinnen und Genossen. Ich denke, es kommt sehr darauf an, wie wir Politik betreiben, wie wir uns politisch darstellen und wie wir uns abgrenzen zu den etablierten Parteien. Liebe Genossinnen und Genossen, wir dürfen nicht stellvertretend Politik machen für die Menschen. Wir müssen mit ihnen gemeinsam Politik machen, um ihre Arbeits- und Lebenssituation deutlich zu verbessern. Gemeinsam mit ihnen und ihren Organisationen, mit den Gewerkschaften, mit den Sozialverbänden und den neuen sozialen Bewegungen. Das ist es, was uns von den etablierten Parteien unterscheiden muss. Und das ist das, wo wir uns auszeichnen. Und an dieser Stelle möchte ich es aus diesem Grunde genau aufmerksam machen, nochmal hier ganz deutlich auf die kommenden Demonstrationen am 28. März in Berlin und Frankfurt am Main unter dem Motto, und das sollte das Motto werden, die ganze Zeit, solange diese Krise existiert, wir zahlen nicht für eure Krise. Unter dem Motto läuft diese Demonstration. Und es geht dann Step by Step. Am 4. April in Straßburg die große Demonstration,
von den sozialen Bewegungen und von den Friedensinitiativen aufgerufen gegen das NATO-Jubiläum. Ich denke, wir sollten massenhaft dort vertreten sein als Partei Die Linke. Und nicht zuletzt haben wir die Aufgabe, präsent zu sein am 16. Mai, wenn der Europäische Gewerkschaftsbund aufruft, in allen europäischen Hauptstädten zu demonstrieren gegen die Auswirkungen der Krise, gegen das Abladen der Krise auf die Schultern der abhängig Beschäftigten, der Erwerbslosen, der Rentnerinnen und Rentner und allen, die von dieser Krise betroffen sind. Das müssen wir dort auch am 16. Mai gemeinsam mit allen Gewerkschaften in Europa deutlich machen. Und heute Morgen, liebe Genossinnen und Genossen, wurde ein Text verteilt mit einem Vorschlag für monatliche Aktionen vor den Arbeitsämtern und Betrieben. Und zwar immer dann, wenn die Arbeitslosenzahlen wieder bekannt gegeben werden, ungefähr Mitte des Monats. Ich denke, das ist eine gute Idee, die im Bundeswahlkampfbüro entwickelt worden ist. Und ich unterstütze das, wenn in der gesamten Republik zentrale Aktionen laufen und die Medien und die Menschen merken, dass wir präsent sind, dass wir da sind, wo die Menschen sind, dass wir da sind, wo die Betroffenen sind. Denn das ist genau das, was uns auch, wie gesagt, auszeichnet. Und an dieser Stelle möchte ich von diesem Parteitag aus auch deutlich machen, dass wir als Partei Die Linke Solidarität üben, Seite an Seite stehen mit den Kolleginnen und Kollegen von Opel und vielen anderen Unternehmen, die um ihre Arbeitsplätze kämpfen. Wir dürfen sie wirklich da nicht alleine lassen. Und wir üben Solidarität mit den Kolleginnen und Kollegen, mit den Bediensteten der Länder, mit den Beschäftigten dort, die zurzeit in einer Tarifrunde stecken. Und die Arbeitgeber sind nicht bereit, offensichtlich bis heute zumindest nicht nachzugeben. Von hier aus die Solidarität mit diesen Kolleginnen und Kollegen und mit allen, die in harten Tarifrunden stehen, weil jetzt die Arbeitgeber, ob öffentliche oder private, wieder anfangen zu erzählen, wir haben eine Krise, die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer müssen den Gürtel enger schnallen. Das sagen sie, wenn eine Krise ist, das sagen sie, wenn wir einen Aufschwung haben. Es ist immer das gleiche Lied. Hoffentlich treten diese Kolleginnen und Kollegen in Kampfmaßnahmen ein, wenn dort kein Erfolg heute erzielt werden kann. Liebe Genossinnen und Genossen, überall sind in den nächsten Zeiten Wahlen. In Nordrhein-Westfalen jedoch haben wir mit 4 Wahlen einen 12-monatigen Wahlmarathon vor uns. In Anbetracht der Hetzkampagnen und Spaltungsversuchen, die von einigen Medien und politischen Gegnern gegen uns laufen und demnächst weiter und noch verschärfter laufen werden, brauchen wir ein hohes Maß an Geschlossenheit und Solidarität untereinander. Wir dürfen nicht zulassen, wenn einzelne von uns vorgeknöpft werden von einigen Medien und von etablierten Parteien. Da dürfen wir nicht einknicken, da brauchen wir Solidarität hier und überall. Hier und heute geht es auf diesem Parteitag um Europa, um ein Europawahlprogramm und eine Europakandidatenliste. Lasst uns ein Signal senden hier aus Essen, aus dem Ruhrgebiet setzen für ein soziales und solidarisches Europa, für eine Europäische Union im Interesse der Mehrheit der europäischen Bevölkerung. Denn wir wollen eine Europäische Union, allerdings keine, die eine Politik im Interesse der Banken, der Konzerne und der Reichen betreibt. Und in diesem Sinne wünsche ich uns allen eine produktive und solidarische Debatte zu diesem Europawahlprogramm und zu den übrigen Anträgen und absolut weise Entscheidungen bei der Aufstellung der Europaliste. Ich danke euch.